Jo, liebe Freunde, und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Map-Vorstellung auf meinem Kanal. Und zwar heute zeige ich euch die Alpenfarm von Swiss. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob der Map-Modder Swiss heißt. Auf jeden Fall heißt die Karte Swiss Alps Farms. Deswegen schätze ich mal, der Modder-Name ist Swiss. Leider kann ich hier nicht mehr zu den verschiedenen Produktionen fliegen. Deswegen müsste man das jetzt einfach so hier auf der Map einmal abzwicken hier. Wir haben hier erstmal die Felder. Gibt es 10, 11, 11 Felder. Und dann haben wir Wiesen, haben wir dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Felder, 16 Wiesen. Und wir haben hier den Bahnhof Felsbrunnen. Also die Map, die beruht eigentlich auf Felsbrunnen Original. Wurde halt ein bisschen umgebaut, das sehen wir dann auch gleich. Also hier oben ist eben Felsbrunnen, hier unten fährt schon der Zug. Hier haben wir einen Viehhandel, könnt ihr halt dann Tiere kaufen und verkaufen. Hier haben wir nochmal einen Viehhandel, das ist, der eine ist der Trigger zum Verkaufen. Könnt ihr halt dann auch so Viehfutter verkaufen und hier vorne könnt ihr dann Tiere kaufen. Dann haben wir hier hinten das Straight Lager, das haben wir ja auf der originalen Felsbrunnen Map auch. Also, ja. Im LS22 heißt ja nicht mehr Felsbrunnen, sondern Erlengrad-Map. Und da haben wir den Straight-Lager natürlich auch vorhanden. Als nächstes haben wir dann hier noch das Straight-Lager. Das ist hier zum Anliefern und hier zum Ausliefern. Dann haben wir hier noch den Bahnhof. Den können wir jetzt leider nicht besuchen. Hier haben wir noch eine Tankstelle. Könnt ihr dann halt eure Tracker alle auftanken. Dann haben wir hier im Eck noch eine Ölmühle, hier eine Zuckerfabrik, dann hier vorne noch die Schneiderei, hier oben haben wir noch die Traubenverarbeitungsanlage, könnt ihr Trauben und Rosinen herstellen, beziehungsweise Traubensaft, hier haben wir eine Biogasanlage und hier unten nochmal Felsbrunnen. Dann haben wir hier unten noch die Mühle und eine Kalkstation. Ja, was kann man in der Mühle und in der Kalkstation machen? Die Mühle sagt es ja eigentlich schon, da könntest du halt Mehl und Mehl herstellen. Müsst halt Gerste, Hafer und Weizen anliefern. Kalkstation kann ich euch nicht erklären, bin ich zu dumm dafür. Ja, Schneiderei haben wir hier. Hier könntest du Stoffe und Kleidung herstellen. Müsst natürlich Baumwolle anliefern. Hier haben wir die Käserei, da könntest du Käse. Dann glaube ich Schokolade und Butter herstellen. Dann haben wir hier die Tankstelle nochmal und hier haben wir einen Fahrzeughändler. Hier könnt ihr dann Fahrzeuge kaufen, wenn ihr welche braucht. Ein richtiger Bauer kauft sich natürlich Fahrzeuge und der Bauer, der ein wahrer Mann ist, der macht die Feldarbeit mit Händen und Beinen. Spaß beiseite. Hier haben wir einen Supermarkt. Dann haben wir hier noch eine Spinnerei. Hier oben noch eine Lichti Chocolatier, also eine Schokoladenfabrik. Hier haben wir die GLW, da vorne nochmal GLW. Hier haben wir dann nochmal einen Bahnhof, also hier könnt ihr auch Züge mieten. Dann haben wir hier vorne nochmal Kalkstation, hier noch ein Sägewerk und hier nochmal ein Sägewerk leer. Ja, Sägewerk, was sagt der Name schon, kann man Holz und Bretter herstellen und Möbel. Hier haben wir das Farmhaus. Da stehen wir jetzt ein bisschen drauf, das ist wurscht. Dann haben wir hier ein großes Gewächshaus, hier noch ein großes und hier unten auch nochmal und hier auch nochmal, also vier Stück insgesamt. Dann haben wir hier ein Farmsilo, nochmal einen großen Treibstofflager und eine Elektroladestation für die Elektrofahrzeuge, sowie eben einen Wassertank. Ja, was könnt ihr im Gewächshaus machen? Gewächshaus kann man eben Gemüse anbauen und Obst. Ist eigentlich ganz cool, weil ich hatte ja ein Projekt von der Erlengrad-Map.
da hatte ich dann einfach große Gewächshäuser platziert, beziehungsweise die kleinen. Und das war dann halt schon irgendwie ein bisschen kacke. Da haben wir dann hier noch einen Akku-Trecker, hier haben wir einen normalen Trecker und hier haben wir den Bührer. Dann haben wir hier noch so einen Mähbalken. Haben wir hier noch Pickup. Dann haben wir hier einen Anhänger. Da haben wir noch einen Pflug, Mähtechnik, einen Wender, Schwader, Ladestation, Ladewagen, Ballenpresser, Ballentransport. Dann haben wir hier noch die Tierhaltung, einen Frontlader, ein Frontladerwerkzeug und Gewichte. Ja, das war's dann von den Fahrzeugen erstmal. Dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Grundstücke uns gehören, wenn wir die Map auf einfach starten. Dann gehört die Wiese hier uns und die Wiese hier, da sind halt Bäume und der Hof gehört uns. Das heißt, hier hinten, das ist auch neu, da waren nämlich vorher auf der originalen Ehrengrad-Map waren da ja Felder, zwei Stück. Dann fangen wir jetzt einfach mal an hier. Hier haben wir das Farmhaus stehen. Ist ein bisschen groß, finde ich, für so einen kleinen Bauernhof. Aber das ist scheißegal. Was ich an dem Bauernhof auch mega geil finde, ist, das zeige ich euch dann gleich. Deswegen, ich weiß, ich bin ein bisschen witzig hier unterwegs, aber ich denke, ich werde mein Projekt jetzt auch auf diese Map hier umbauen, weil ich das da oben halt einfach so cool finde. Hier haben wir einen Pferdestall, einen großen. Den können sie halt dann Pferde hinschmeißen. Hier haben wir einen Hühnerstall, also hier drinnen. Da hinten haben wir noch die Fahrzeughalle mit Werkstatt. Und da sieht man schon, hier geht jetzt so ein kleiner Weg nach oben. Das finde ich richtig geil gemacht. Hier haben wir einen kleinen Unterstand. Hier ist das Farmsilo. Hier ist noch ein Hochdruckreiniger. Auch echt cool. Hier haben wir das Gewächshaus. Also hier ein Gewächshaus. Da ist das zweite. Hier ist das dritte. Und hier ist das vierte. Dann steht hier das Treibstofflager. Dann haben wir... das war es dann vom Bauernhof selber erst schon mal. Dann würde ich jetzt sagen, wir laufen jetzt mal so ein Stückchen hier hoch. Wir laufen jetzt also hier hoch. Die Straße ist, glaube ich, auch neu. Ja, genau, die ist auch neu. Dann gehen wir hier hoch. Beziehungsweise wir können auch auf dem Bauernhof einfach hochlaufen. Kommt im Endeffekt ja sowieso aufs Gleiche raus, ne? Wenn ihr jetzt noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, dann könntet ihr das jetzt gerne tun. Einfach auf Abonnieren drücken, ist für euch kostenlos und ihr verpasst keine Videos mehr von mir. Hier oben haben wir nämlich jetzt nochmal so einen kleinen Platz, wo wir eben nochmal Sachen hinstellen können. Finde ich sehr, sehr cool. Hier ist ein Schafstall, dann ist hier vorne ein Kuhstall, glaube ich war es, genau. Der Kuhstall mit Fütterungsroboter. Schauen wir hier einfach mal rein. Sehr schön. Mit Freilandwiese hier draußen. Dann haben wir hier, glaube ich, ist ein Schweinestall, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, Schweinestall, der große. Auch wieder sehr gut gemacht. Hier hinten haben wir einen Misthaufen. Das ist ein Misthaufen. Und zwar ein großer, sehr, sehr großer. Hier haben wir Bäume, die können wir auch abholzen. Dann haben wir hier vorne noch, was ist denn das jetzt? Das war, glaube ich, ein ganz normaler Unterstand. Ja, genau, hier könnt ihr dann Fahrzeuge lagern. Und hier kommen wir jetzt auch schon dazu, was ich vorhin eigentlich erwähnen wollte. Hier konnte man eigentlich nicht mehr weiter. Hier ist aber jetzt auch wieder ein Feld. Das heißt, ihr könnt hier die Bäume abholzen, die Wiesen mähen und ja, was ihr halt einfach hier machen wollt, bleibt eigentlich euch komplett überlassen. Dann würde ich sagen, wir holen uns einfach mal ein kleines Fahrzeug.
und fahren eine kleine Proberunde auf unserem schönen Hof, beziehungsweise auf dieser wunderschönen Map hier. Dazu switchen wir einmal in das richtige Fahrzeug rein. Hier sind wir auch schon. Jetzt leckt es gerade ein bisschen. Jetzt fahren wir hier rüber. Gut, hier ist eigentlich soweit alles gleich geblieben, glaube ich. Ui, der driftet ein bisschen. Ja, hier ist wirklich soweit alles gleich geblieben. Sieht zumindest so aus. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal so ein Stückchen zum Hof hoch und schauen uns den Hof mit dem Fahrzeug genauer an. Wenn es dich interessiert, dann bleib jetzt gerne dabei. Wenn nicht, vergiss abonnieren und die Glocke nicht, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Ja, hier die Straße, die ist, glaube ich. Alter, warum driftet der denn so? Was geht denn da ab, Alter? Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal hier hinten noch ein bisschen was an. Hier haben wir die Wiese, glaube ich, gekalkt. Das Feld meinte ich. Oh, die Seilbahn, die bewegt sich so. Ist das neu oder ist das schon länger so? Ich dachte, das wäre neu. Du könntest mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das neu ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt nicht. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier jetzt... Ah, klar. War ja klar, wir können hier nicht hochfahren. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich auch schon von der Map. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und somit danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, haut's rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.